Manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Kanaka. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronmeuchler. Er wollte Corvo warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden. Korruption, Straßengewalt. Ich habe es kaum beachtet. Normalerweise kümmert sich die Obrigkeit um solche Dinge. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall. Aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Adamaier-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronenmeuchler. Adamaier. Na gut, sehe ich mir an. Der Kronenmeuchler muss eliminiert werden und wenn die Alchemistin kooperiert, finde ich vielleicht etwas über Sokolov heraus. Mit viel Glück. Bei meinem Glück wäre Sokolov so gut wie tot. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Auf in die Stadt, in der mein Vater groß geworden ist. Dann nichts wie ab. Ich darf nicht erkannt werden. Adamaier geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Scheinen hier mehr Spaß zu haben als in Dunwall. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Adamaier. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich pass auf mich auf. Hier sieht's ganz gut aus. Im Adamaier vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag Sie. Dann bis später beim Adamaier. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Willkommen in Karnaka, Fremder. Ich bin für das Malwerk nicht zuständig. Brauchen keinen Gesichtsschutz, naja. Im Hafen sind Sie sicher, Fremdling. Aber... Du wolltest es so. Ich wette, es gibt schon wieder gepökelten Pixel. Ich habe euch das jetzt so. Ich habe Leute wie dich. Wir kommen nicht so leicht davon. Lockte sie mit dem Verschluss. Adamaier in der Ferne. Was ist das?
nach deinem Stolz, was? Guten Tag. Nee, diesmal nicht. Hm? Ha? Was? Hier stimmt was nicht. Bloß. Hilfe! Was ist hier passiert? Die Tiere verschlägt es selten so weit nach Süden. Sie mögen das... So viele versuchen, aus Karnaca wegzukommen. Aber wo wollen sie hin? Oh nein, nein, nein! Das... Ich brauche Hilfe! Die Teilnahme ist Pflicht. Schwere Zeiten unter dem Herzog und seiner Garde. Ein Untergrundmarkt. Illegaler Handel bedeutet Waffen und Munition. Mein Name ist Mindy Blanchard. Und du siehst aus, als würdest du an Orte gehen, wo du nicht hingehörst. Würdest du mir bei einer Sache helfen? Du kratzt mir den Arsch und ich dir deinen. Ich muss zum Eddermeyer-Institut. Kannst du mir helfen? Ja, das kann ich tun. Du besorgst mir eine Leiche und ich helfe dir bei deinem Problem. Keine Sorge, die Leiche gibt's schon. Eine Leiche? Interessant. Von wo? Die Aufseher haben sie in ihrem Außenposten. Die denken, der Kerl war ein Hexer. Ich brauche die Leiche aus anderen Gründen. Schleich dich rein und hol sie. Dann treffen wir uns im Keller unter der Zahnarztpraxis in der Nähe. Ich denk drüber nach. Es gibt einen leerstehenden Keller. Unter der Zahnarztpraxis, an der Straßenecke Hinsten. Bring die Leiche dorthin. Wenn das ist... Sollen die paar Blutfliegen uns aufhalten? Bin dabei. Aber bewegt euch langsam. Und haltet euch von den Nestern fern. Selbst die vertrauten Stadtteile... Wir wissen nicht mal, ob die Leute da drin wirklich Geld haben. Nur, dass sie tot sind und alles vor Blutfliegen wimmelt. Was? Wir werden alle totgestochen. Und dann enden wir als Brutstätten von noch mehr Blutfliegen für die nächsten. Willkommen. Ich brauche Ihr Gesicht nicht zu sehen. Die Hand drauf. Sie werden es nicht bereuen. War mir eine Freude. Ich sollte nicht mit Fremden handeln. Kommst du heute Abend mit? Wenn die Garde vorbeikommt, kenn ich.